Hallo zusammen und willkommen zu Gothic 2. Ja, es ist ja schon eine ganze Weile her, als wir den ersten Teil hier auf dem Kanal gespielt hatten. Und ja, von daher war es jetzt langsam mal an der Zeit, hier auch mal in der Story sozusagen weiterzumachen in der Serie. Und ich hatte es sicherlich damals in meinem Gothic 1 Playthrough wahrscheinlich schon erwähnt gehabt, dass ich anders als das erste Spiel, was ich auch schon ein, zwei Mal vorher selbst durchgespielt hatte, den zweiten Teil jetzt sozusagen noch nie abgeschlossen hatte. Ich hatte den auch mal angefangen, aber auch nicht extremst weit gespielt. Also ich glaube, ich habe mich mal maximal so bis zu dieser Stadtwache da oder irgendwie angeschlossen. Viel weiter war es nicht. Jetzt natürlich das, was den einen oder anderen zunächst ja gleich mal auffällt. Es ist ja Gothic 2, ohne Add-on. Warum? Ja, nachdem ich so ein bisschen hin und her nochmal jetzt damit, ich sag mal, in dem Sinne beschäftigt hatte, was jetzt, ja, so ein bisschen so das Spiel angeht, habe ich doch irgendwie mal so gehört, naja, es macht durchaus schon Sinn, wenn man sich vielleicht von der Story her das Spiel vielleicht auch mal mit zwei, zumindest mal zwei der Fraktionen vielleicht mal durchspielt. Und jetzt hatte ich mir überlegt, naja, wie mache ich das? Ich könnte für mich selbst sozusagen einen Playthrough machen und dann, wenn zwei, also entweder den ersten aufnehmen oder dann den zweiten für mich. Und jetzt war ich so ein bisschen hin und her und ich dachte, naja, wenn ich es dann privat für mich nochmal spielen würde, es wird sich ja trotzdem ein ganzes Stück hinziehen und das Allermeiste, was ich spiele, nehme ich ja mittlerweile sowieso auf. Und dann hatte ich mir überlegt, dass ich vielleicht wirklich dann beide Playthroughs auch als Let's Play hier sozusagen mache. Und um jetzt diese Varianz dann nochmal so ein bisschen zusätzlich zu erhöhen zwischen den zwei Playthroughs, dachte ich mir, könnte man ja auch einen mit der Classic-Variante machen und einen dann mit Add-on und von der Reihenfolge her macht es ja wahrscheinlich nur so Sinn, dass man zuerst Classic und dann danach mit Add-on spielt. Ja, das ist so ein bisschen meine Idee dazu. Also ich habe echt lange hin und her überlegt, wie ich das mache, aber ich dachte, ja, jetzt für mich selbst einfach Classic einfach so zum Beispiel mal durchzuspielen, wäre jetzt auch komisch und ja, jetzt weiß ich nicht, so jetzt als zweites, wie schon gesagt, dann nochmal privat. Weiß ich nicht, ob ich das dann wirklich machen wollte. Von so meiner Gesamtkonzept, der Gesamtlogik her, würde ich mal sagen, ist es allerdings so, dass ich jetzt mal so planen würde, das ist jetzt nichts, was in den nächsten Tagen so ungefähr stattfindet, aber dass ich nach Gothic 2 mich wahrscheinlich aber erstmal nochmal Gothic 3 vornehmen wollte, wo ich damals eben noch gar nicht ganz sicher war, ob ich unbedingt 3 mit dabei haben will, aber ja, ich will 3 dann auf jeden Fall auch spielen und dann danach vielleicht dann noch die der Nacht des Raben, damit wir jetzt nicht unbedingt Gothic 2 zweimal direkt hintereinander haben. Und natürlich auch nach Gothic 2 wird nicht sofort ein Anschluss Gothic 3 kommen, weil es ist so ein großes Projekt und halt auch vor allen Dingen, wenn ich dann noch irgendwann mal vielleicht auf Risen oder sowas gehe, so eine lange Serie, wenn man so will, das will ich nicht mehr back-to-back, diese ganzen Spiele dort spielen. Das machen wir ja mit den anderen großen Serien, die wir da so angefangen und so weiter. Auch nicht, also Might & Magic, wenn wir da mal ein Spiel im Jahr mal mit anspielen oder so, dann sind wir da schon ganz zufrieden. Ja, von daher, das erstmal so ein bisschen die Idee, wie wir hier jetzt dazu gekommen sind. Ja, ganz grundlegend, wie schon gesagt, so ein bisschen hatte ich mich da damals auch schon reingespielt. Natürlich, Gothic 1 kenne ich mich in Anführungszeichen relativ gut aus. Von daher denke ich mal, dass wir hier jetzt auch ganz gut dabei sein werden. Ich werde jetzt einfach mal aufs Spiel starten gehen. Da läuft, denke ich, erstmal nochmal so eine Einführungssequenz und dann müssten wir ja bei Xardas landen. Und ja, da mache ich mich ja kurz hier stumm. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu laut ist und im Spiel selber müsste aber wahrscheinlich so ungefähr passen. Also erstmal soweit, bis gleich. Ein einzelner Gefangener hatte das Schicksal von Hunderten geändert. Aber er zahlte dafür einen hohen Preis.
hatte den Schläfer besiegt, die Barriere zerstört. Doch während alle anderen Gefangenen entkamen, blieb er in den Trümmern zurück. Ich war es, der ihn gegen den Schläfer entsandte. Ich bin es, der ihn jetzt von dort zurückholt. Er ist schwach und er hat vieles vergessen. Aber er ist am Leben. Er ist zurück. Endlich! Ich habe seit Tagen versucht, dich hierher zu bringen. Ich fühle mich, als hätte ich 3 Wochen unter Steinen gelegen. So war es auch. Nur die Magie deiner Rüstung hat dich am Leben gehalten. Aber genug davon. Deine Kräfte wirst du schon wieder erlangen. Genug Zeit haben wir ja jetzt. Ich habe es geschafft. Der Schläfer wurde verbannt. Du hast ihn besiegt, das ist richtig. Aber den Krieg, der jetzt folgt, können wir nicht mehr aufhalten. Du redest von den Orks? Ich rede von weitaus schlimmeren Kreaturen. Der Schläfer hat mit seinem letzten, wutentbrannten Schrei die Armeen der Finsternis in Bewegung gesetzt. Es war ein Befehl an alle bösen Kreaturen, ein Wort der Macht, dem sie alle gehorchen mussten. Sein letzter Befehl war, kommt, und sie kamen, alle, sogar die Drachen. Drachen? Es sind Kreaturen von uralter Macht. Ich kann ihre Gegenwart spüren, selbst hier. Und sie haben eine ganze Armee von niederen Dienerkreaturen um sich gescharrt. Wo ist diese Armee jetzt? Die Armee lagert nicht weit von hier, im Minental von Korinnes. Und sie bereitet sich auf den Angriff vor. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Okay, gut. Dann sind wir erstmal soweit da. Was jetzt nochmal so ein bisschen... Also, ich denke, am Ende von Gothic 1 war es eigentlich so, dass der Held durch das Portal rausgekommen ist oder so. Also ich bin da jetzt nicht in allen Details so 1000%ig drin, aber ich dachte, es war sogar original mal geplant, dass das ein Add-on zum ersten Teil geben sollte, wo man dann sozusagen nochmal in diese Kolonie sozusagen einfach dann nochmal betritt, nachdem man dann sozusagen den Schläfer verbannt hatte. Wobei das eine interessante Frage aufwirft, was dann mit der Begrenzung der Spielwelt, die ja vorher die Barriere gewesen ist, sozusagen als logische Begründung passiert wäre. Ja, das hat man jetzt halt hier so ein bisschen umgeändert, dass er da drunter lag, um irgendwie halt, denke ich mal, eine Begründung zu haben, warum wir von unseren superstarken Helden, der ja mit diesen ganzen Attributstränken, die man da am Ende des ersten Teils noch hinterhergeworfen bekommt, übelst stark war, jetzt aber immer natürlich wieder klein und schwach sind, so ungefähr. Ja, hat er ja da diese kleine Änderung, aber na gut. So, dann geht's nochmal weiter hier. Dann lass uns machen, dass wir hier wegkommen. Wenn wir fliehen, dann nur, um uns den Drachen später zu stellen. Mit der Hilfe der Soldaten und der Magier aus dieser Gegend können wir sie aufhalten, bevor sich ihre Armee vollständig formiert hat. Eine bessere Chance werden wir nicht bekommen. Was können wir tun? Was sagt er? Diesmal schaffen wir es nicht alleine. Nur die Macht Innos kann uns gegen die Drachen helfen. In der Stadt Korinnes, nicht weit von hier, lagert eine Gruppe von Paladinen. Sie verfügen über ein mächtiges Artefakt, mit dessen Hilfe wir die Drachen besiegen können. Sie nennen es das Auge Innos. Du musst dir dieses Artefakt besorgen. Berichte den Paladinen von der Bedrohung. Du musst ihren Anführer überzeugen, uns zu helfen. Was genau ist das Auge Innos? Es ist ein Amulett. Der Sage nach hat Innos selbst einen Teil seiner Macht in dieses Amulett gelegt. Es wird dir einen Teil deiner verlorenen Kraft wiedergeben und uns helfen, die Drachen zu besiegen. Und es hat noch einige andere verborgene Fähigkeiten, doch dazu mehr, wenn du das Amulett hast. Warum sollten wir die Paladine das Auge Innos geben? Weil du derjenige bist, der dazu bestimmt ist, es zu tragen. Woher willst du das wissen? Es gibt eine Reihe von Gründen. Der wichtigste ist, du hast den Schläfer besiegt. Stündest du nicht in der Gunst der Götter, wärst du jetzt tot. Nehmen wir mal an, du hast recht und ich bin dazu bestimmt, das Auge Innos zu tragen.
Woher wissen die Paladiner, dass es so ist? Das Auge sucht sich seine Träger selbst. Sobald du es in die Finger bekommst und es dir anlegst, werden die Paladine nicht mehr an deinen Worten zweifeln. Mhm. Wie komme ich zur Stadt? Folge einfach dem Weg von hier aus durch die Berge. Die Stadt ist groß, du kannst sie nicht verfehlen. Aber sieh dich vor, der Weg zur Stadt ist nicht ungefährlich und du bist noch lange nicht wieder so stark, wie du einst warst. Ich brauche Waffen. Ich kann dir nur das Wenige geben, was ich hier habe. Sieh dich in meinem Turm um. Alles, was du gebrauchen kannst, gehört dir. Ich werde so schnell wie möglich aufbrechen. Gut. Und eines noch. Verrate niemanden, dass du mit mir gesprochen hast. Vor allem keine Magier. Seit ich ins Exil gegangen bin, hält mich der Kreis des Feuers für tot. Und das ist auch gut so. Okay. So, okay, mal safen hier. Ich habe von damals hier, also vor ein paar Monaten, wie man sieht, schon mal so einen kleinen Spielstand hier mal angelegt. Ja. Einer hatte ich einfach so ein paar Sachen getestet, weil heutzutage das alles so zum Laufen zu kriegen, wobei mittlerweile ist es natürlich mit diesen, ich habe mir dann am Ende dieses Spine geholt, das macht es schon relativ leicht dann. Weil zunächst hatte ich die Idee, mir dann bloß sozusagen das Classic zu installieren, einfach von der originalen, sozusagen vom originalen Spiel einfach von der CD her sozusagen aufgespielt. Und dann dort diese Minimalsache, also ich habe jetzt hier nicht besonders viele zusätzliche Sachen irgendwie installiert, halt so, dass es auf modernen Betriebssystemen läuft und das war's dann soweit. Ja, jetzt nicht die Idee, da jetzt noch sonst welche Mods oder sowas reinzuhauen. Das sollte schon einfach so sein, wie es halt normal ist. Tränke mit heilender Kraft. Ja, werden wir vielleicht irgendwann mal dazu kommen. Ich weiß nicht, ob du ein wichtiges Buch hier hast. Hey! Nein, nein, kommst du aber nicht weg, ne? So, haben wir schon mal einen Trank bekommen. Ich habe auch ein Bett. Ich denke, wir können da auch drin schlafen, wenn es sein muss. Schwerer Ast. Muss schon mal eine Waffe sein, ja. Gehen wir mal hier hoch. Und ja, sehen wir uns auch erstmal um. Hast du hier nochmal Trank? Sehr schön. Ich habe mir ja bei Gothic 1 am Anfang jetzt noch nicht unbedingt so viele Tränke und so bekommen, ne? Naja, erst was hier ein bisschen später. Was hast du hier? Der Weg des Kampfes. Angriff ist die beste Verteidigung. Bei allem, was nicht Mensch ist. Eine Parade gegen Tiere oder Monster auszuführen ist sinnlos. Das ist ja schon mal ein guter Hinweis, ne? Das ist besser, den Gegner mit gezielten Seitenschlägen auf Distanz zu erhalten, um überraschend eine Kombination aus mehreren Schlägen durchzuführen. Kombination, genau. Mehrere Schläge sind natürlich einen erfahrenen Kämpfer vorbehalten. Na gut. Das gab sogar nochmal Erfahrung, oder? Ja. Das ist schon mal schön. So, also ein, zwei Sachen, die ich hier gemacht habe, zum Beispiel, dass jetzt das Inventar hier, wie man sieht, ein bisschen größer ist, als das Original mal war. Ich weiß nicht, original sind es nur 5 Spalten oder so, die sind jetzt auf 8. Und nach oben einfach das, da ist leider ein bisschen schöner, ne? Solche Sachen, das kann man mal mit einstellen. Die Insel. Die Hafenstadt Korinnes liegt auf einer Insel. Vor der Küste des königlichen Myrtana, des Königreichs Myrtana. Die Insel ist vor allem durch das Minental bekannt geworden. Ein zweifelhafter Ruf, denn viele Jahre erstreckte sich eine magische Barriere über das gesamte Tal. Also das haben die jetzt schon sozusagen geschichtlich verfasst. Das ist auch erst 30 Tage her. Na gut. Und alle Gefangenen des Reiches wurden dort hineingebracht.
So wurde das Tal zur Strafkolonie für viele Verurteilte, die tief unter der Erde nach dem magischen Erz schürften. Außerhalb von Korinnes gibt es noch einige Bauernhöfe, die den guten Boden nutzen, um Weizen und Rüben anzubauen, aber auch um Schafe zu züchten. Seit Generationen ist der größte Hof im Besitz eines Großbauern, der sein umliegendes Land an andere Bauern verpachtet. Mitten auf der Insel steht ein altes Kloster, ein Kloster Innos, das vor den Magiern des Feuers geführt wird. Dort gehen sie magischen und alchemistischen Erforschungen nach. Und was? Kellnern Wein? Okay. Ja. Tränke für permanente Veränderungen und ihre Zutaten, das wird uns sicherlich nochmal, ist hohe Kunst der Alchemie, das wird uns vielleicht später mal noch tatsächlich noch interessieren. Was wir uns jetzt denke ich nicht, ist das, danke meine Infos, ne, steht aber tatsächlich nicht drin hier, gut. Jagd und Beute. Jedes Tier und Wesen besitzt einige Trophäen, die dem Ruhm und Reichtum eines erfahrenen Jägers mehren. Die Blutfliegen, das wissen wir noch, ne? Dann können wir die Flügel ausreißen und ähnliches. Das müssen wir jetzt eigentlich nicht alles im Detail lesen. Jagd und Beute. Oh, da steht nochmal das gleiche drin. Also wahrscheinlich mit anderen Tieren dann. Okay, 150 Erfahrung, ne? Das ist ja schon mal was. Achso, das heißt, das eine da unten hat wahrscheinlich auch Erfahrung gegeben bei Xardas, oder? Da waren es jetzt 25 pro Buch. Na gut. Ja, dieser Dolch ist, denke ich mal, auf jeden Fall schwächer wie dieser Ast. Vielleicht ein bisschen schneller, weiß ich nicht. Achso, halt, dann denke ich hier runter. So, da geht es dann, denke ich, raus und wir können allerdings hier nochmal ein bisschen rumschauen. Fackel. Moment, jetzt Feuerball mitgenommen oder nicht? Okay. Also vielleicht waren es zwei, weiß ich jetzt nicht. Okay. Noch irgendwas? Na, Gold. Gott, einzelne Goldstückchen. Ne? Naja. Dann irgendwann so drin hängt, dass wir nicht mehr rauskommen. Na gut. Ach so, Moment. Gab es nicht? Wasser, okay. Fackel. Na, was liegt denn hier noch alles? Laborwasserflasche. Das wird dann quasi da einfach so eine leere sein. Kann natürlich sein, dass man die zum Tränkebrauen oder so braucht. Noch mehr Fackeln. Fackeln sind ja nicht ganz unnütz. Es gab doch irgendwie, bin mir nicht mehr ganz sicher, eine Möglichkeit, um in diesen einen Raum noch reinzukommen, der jetzt hinter diesen verschlossenen Gitter war, oder? War das nicht irgendein Geheimknopf oder sowas? Also wie schon gesagt, so ganz am Anfang ein, zwei Sachen sind mir schon noch irgendwie bekannt hier. Ach hier. Oder? Ja. Das ist nochmal was. Sehr schön, sehr schön. Wahrscheinlich von den Buchständer da wegzugehen.
Ja, da können wir noch nichts machen. Da haben wir noch keine Erfahrung darin. Das hinten ist ein Harpier, oder? Gut, ja. Ach Moment, hat der zufällig eine Pfanne hier? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man... Sieht nicht so aus. Ob man sowas braucht, weil wir können ja dann bestimmt auch wieder Fleisch braten. Naja, müssen wir mal sehen. Hoppala. So, ich denke, jetzt sind wir erstmal soweit hier vorbereitet und können ja mal raus. Hier können wir erstmal noch diesen Einzelspielstand machen. Dann werden wir mal irgendwie zwei oder so vielleicht mal abwechselnd benutzen. Okay, ja, dann sind wir erstmal soweit hier draußen. Ja, also eine Sache, wo ich mich jetzt nochmal vorab nochmal ein bisschen hier kundig gemacht habe oder wie auch immer auch ein bisschen rumprobiert hatte, ist, ging es jetzt nochmal um das Kampfsystem. Also bei gut Gothic 1 war es mir dann mehr oder weniger klar, so wie es halt ist. Ich meinte auch, dass ich damals mit diesen Gothic 1 Steuerungen hier gespielt hatte. Allerdings, ich denke, gehört, wie es halt so ein bisschen von der effektiver ist. Es gibt halt so gewisse Sachen, die man hier machen kann. Zum Beispiel, dass man solche Angriffe relativ zeitig die Erholungsframes sozusagen mit einer Bewegung canceln kann und die Bewegung dann wieder relativ schnell in einen neuen Angriff überbringt. Und das war etwas, was ich persönlich jetzt mit der Gothic 1 Steuerung einfach nicht so richtig hinbekommen habe. Ich weiß nicht, wie es dort ganz genau ist. Man kann dann, das hatte ich zunächst nicht, erst gar nicht gewusst. Ich wusste jetzt nie mit der Gothic, also mit der neuen Steuerung, wie ich zum Beispiel diesen Seitwärtsschlag oder so machen kann. Weil auch wenn ich zur Seite gehe, schlägt der dann trotzdem so hin. Da gibt es extra Tasten, die man sich da belegen kann. Die habe ich mir jetzt halt mal auf Q und E gelegt, um dann das hier wieder zu machen. Das wird vielleicht dann jetzt am Anfang noch gar nicht so wichtig sein, aber später vielleicht schon mal mit. Also weil mit dem Charakter hier habe ich mir überlegt, dass wir jetzt mal auf vielleicht Zweihandwaffen gehen. Und die haben wir dann doch schon eine recht schöne Reichweite. Was ich allerdings gehört habe, ist, dass der Schlag nach vorn an sich eine höhere Reichweite hat. Ja, und dann werden wir halt so ein bisschen versuchen, sowas hier zu machen. Und da wird halt viel, wie man sieht, geht jetzt ja dann relativ schnell hintereinander gecancelt, weil wir haben jetzt auch noch keine Kombos oder sowas. Und genau diese Schlagkombination, wie man sie gerade eben hier gesehen hat, theoretisch soll die auch mit nach vorn gehen. Ich krieg das nicht hin. Dann mache ich mal diesen anderen Schlag mit. Ich mache immer so einen kleinen Sidestep, aber er bewegt sich eigentlich kaum zur Seite. Also das klappt schon soweit. Und das wäre mal das, so wie ich mir das jetzt denke. Und das soll wohl relativ effektiv sein, so vom Kampf her. Und von daher würde ich sagen, das probieren wir dann auch mal so. Und ja, haben wir halt jetzt trotzdem noch die Möglichkeit, diese Seitwärtsschläge da zu machen. Und ja, hoffen wir, dass es ja, das so ganz gut ausgeht. Da werde ich mich halt am Anfang jetzt ja mal ein bisschen eingewöhnen müssen. Na, solche. Ich denke, das Schaf kann man hier auch niederschlagen für sehr wenig Erfahrung. Das machen wir jetzt nicht. War hier nicht irgendwo in so einem Volvo oder so? Ja. Junger Wolf war das, denke ich, oder? Ja. Na, schon mal keinen Schaden genommen. Und Fleisch, wie schon gesagt, das können wir bestimmt dann irgendwo wieder braten. Hier war noch, ja, genau, ne? Die Höhle war hier drüben. Und noch, denke ich, Goblins oder sowas. Ja, das müsste hier gewesen sein. Ja, wie schon gesagt, so diese allerersten paar Sachen kenne ich schon noch so ungefähr. Wie werde ich hier kriegen? Ja, ist auch noch schwer. Wie viele schwere Äste kann er denn tragen, der kleine Mann? Ja, wir haben natürlich wieder das unendlich große Inventar. Nicht realistisch, aber halt sehr angenehm. Drücken wir es mal so aus. Hier gibt es doch bestimmt irgendwas. Ah.
Rambo. Trank. Das würde man heutzutage sicherlich auch nicht so machen, dass man da alles einzeln aufheben muss, aber ich sehe jetzt auch nicht so schlimm, ne? Ich meine, genau, der Bogen anlegen und der Dolch müsste einfach weniger Schaden machen, ne? Genau. Schon 3 Heiltränke. Schon mal nicht schlecht. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen zusätzliches Fleisch, dann können wir uns damit ganz gerne mal heilen. Ich denke, mit diesen Heilpflanzen und so weiter, die haben wir im ersten Spiel auch sehr viel gegessen. Jetzt ist es natürlich so, in dem Spiel gibt es dann hier, denke ich, dann eben diese Möglichkeit, dort diese Tränke da dann so ein bisschen zu brauen. Das müssen wir uns mal ansehen. Vielleicht machen wir das. Es gibt ja dann irgendwie auch diese Permanenten oder sowas und das ist vielleicht schon mal nicht ganz schlecht. Zumal, ich denke, im Add-on gibt es dann noch weitere Möglichkeiten, die Attribute zu erhöhen. Und hier ist es, denke ich, einer der wenigeren Geschichten. Ne? So, ja, locken den mal an hier. Treffer müssten wir jetzt wahrscheinlich ...35 HP oder sowas haben. Das macht ja irgendwie immer mit diesen 5 Minimum Schaden, wie es genau funktioniert. Links oder rechts. Egal, wir gehen mal da lang. Ja, und am Anfang werden wir sicherlich noch relativ viel speichern müssen, weil es... Wir werden halt nach ein paar Treffern sind wir halt einfach tot, ne? Uiuiuiui. Ja, sind ein paar viele. Ich denke mal, mit dem Bogen würde es wahrscheinlich auch nicht ganz so leicht. Wir haben ja noch nicht wirklich viel Geschick und so weiter. Dann haben wir nicht wirklich weit treffen können damit. Ich weiß nicht, ob man hier so rankommt, dass man da wirklich weniger erstmal erwischt. Ah, okay. Die anderen sind mal kurz. Fest. Hängst du irgendwie fest? Ja, der hat sogar einen Fisch gehabt. Mhm. Ja, alles so wie es sein soll, ne? Na gut. Pilze. Ja. Ja, dann steigt das hier an, wenn wir gedrückt halten. Okay. Apfel. Naja. Ah. Das können wir auch auf jeden Fall mitnehmen. Du bist kein... nichts, was wir mitnehmen können. Ich meine, es gab noch mehr in dieser Höhle hier. Dann gab es nicht sogar diesen... Ausgang irgendwie noch weiter nach unten. Dunkelpilz. Gut.
Ah. Hast du hier was, so ein Käferfreund, oder? Ich denke, das ist uns einmal getroffen oder so. Noch einer. Okay. Phew. Ja, wir könnten jetzt. Ich meine, wir wollen nicht wirklich so einen Trank verschwenden, ne? Erstmal 3 Pilze. Wenn es unbedingt sein muss, könnte man natürlich auch zurück zu Xardas gehen und dann sein Bett schlafen. Auch irgendwie ein bisschen lustig ist. Hier geht's raus, genau. Das heißt hier drüben. Was ist denn dann hier noch? Butlerfleisch. Das waren auch. Oh, 15 Leben, sag ich. Das ist ganz schön viel. Sprungrolle. Trank. Okay, na, das lohnt sich auf jeden Fall hier. Skelett, hast du noch irgendwas? Nein. Feuerball. Feuerball haben wir auch schon. Licht, leichte Wunden heilen. Heilkraft 100, das ist ganz schön viel. Na gut. Ja, dann gehen wir auf jeden Fall da runter, ne? Pflanze, ja. Sehr schön. Genau, ich meinte mich auch zu erinnern, da treffen wir doch jemanden da unten wieder. Wie war denn das? Aber gut, schauen wir uns das mal an. Spruchrollen. Und Tränke. Das ist halt schon irgendwie schön, ne? Diese vielen kleinen Sachen, die man da irgendwo, die im Prinzip halt alle einzeln handplatziert hat. Das ist ja jetzt nicht irgendwas, was hier irgendwie randommäßig mal erscheint, sondern das sind ja dann alles diese festen Geschichten. Und das hat schon ein schönes Open-World-Gefühl, was mir auch schon am ersten Spiel durchaus so gut gefallen hat. Und wenn man das mit diesen, ich sag mal, für mich eher langweiligen modernen Sandbox-Zeug sich da anschaut, wo es, weil überall alles zu seinem eigenen Level hin skaliert, ist im Prinzip halt auch irgendwo egal ist, wo man hingeht, weil überall ist halt gleich schwer. Ne? Das ist hier halt doch schon interessanter, wo man mal versucht, in so ein Gebiet reinzugehen, wo es dann vielleicht doch ein bisschen gefährlicher ist, aber da vielleicht findet man dann irgendwas Cooles. Und da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Eins. Da ist wieder eins von diesen. Ein Mistvieh weniger. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Ein Mistvieh weniger. Bist du es? Tatsächlich. Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Lester, wie kommst du hierher? Das war eine irre Flucht. Nachdem die Barriere explodierte, bin ich zunächst orientierungslos durch die Gegend gestreift. Dann habe ich mich tagelang durch die Wälder geschlagen und schließlich dieses Tal hier gefunden. Diego, Milton und Gordon sind noch im Minental. Zumindest denke ich das.
Was ist passiert? Nachdem der Schläfer besiegt wurde, hat die gesamte Bruderschaft den Verstand verloren. Ohne ihren Meister waren sie alle nur noch leere Hüllen. Und du? Was ist mit dir? Mir ging es genauso. Ich hatte Albträume und sogar Halluzinationen. Aber ich bin geflohen, als ich wieder einen einigermaßen klaren Kopf hatte. Einmal glaubte ich, einen großen schwarzen Schatten zu sehen, der sich auf eine Gruppe Flüchtender stürzte und alles in einer riesigen Feuerwolke verbrannte. In dem Moment dachte ich wirklich, ein Drache wäre gekommen, um mich zu töten. Hast du noch mehr gesehen? Nein, ich habe die Beine in die Hand genommen und bin gerannt. Wie lange versteckst du dich schon hier im Tal? So genau weiß ich das nicht. Aber ich schätze mal eine Woche vielleicht. Aber da ist noch eine Sache. Als ich hier abends ankam, habe ich mich oben auf dem Berg umgesehen. Da standen nur ein paar Bäume. Und als ich am nächsten Tag gucke, steht auf einmal dieser Turm da. Ich schwöre dir, der war vorher noch nicht da. Seitdem habe ich das Tal nicht mehr verlassen. Du meinst Xardas Turm? Ich wusste ja, dass er mächtig ist, aber dass er sogar einen Turm erschaffen kann. Xardas, der Dämonenbeschwörer? Er lebt in diesem Turm? Ich weiß nicht, ob mich das beruhigt. Keine Sorge. Er war es, der mich aus dem Schläfertempel befreit hat. Er ist auf unserer Seite. Sollten wir nicht mit niemandem darüber reden, dass wir... Also gut, vor allem nicht mit Magier, ne? Ist das jetzt kein Magier, aber gut. Du musst Xardas von dem Schatten berichten. Es könnte wichtig sein. Du glaubst, es war keine Einbildung? Du meinst, da war wirklich ein... Drache, ja. Du steckst doch schon wieder mittendrin. Hab ich recht? Mittendrin würde ich nicht sagen. Noch nicht. Na schön, wenn es so wichtig ist, dann werde ich ihn aufsuchen. Aber nicht jetzt. Für den Augenblick werde ich mich ausruhen. Ich bin noch immer erschöpft von der Flucht aus der Strafkolonie. Ich denke, du hast noch viel vor. Wir sehen uns dann später bei Xardas. Okay. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Ein Mistvieh weniger. Okay. So. Dieser Wolf hatte hier auch so eine Ratte. Sie ziehst du jetzt wahrscheinlich schon weg, ja? Okay, haben wir auf jeden Fall nochmal Lester getroffen hier. Der uns jetzt hoffentlich nicht alle Gegner weghaut. Auf der einen Seite ist es natürlich schön, dass er einen da ein bisschen beim Aufräumen hilft. Und auch, also logisch, wenn er selbst angegriffen werden würde sonst. Ne? Aber wir wollen natürlich auch noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Und vor allen Dingen jetzt am Anfang ist ja jeder Punkt einiges wert. So, sehen wir uns jetzt mal um. Ich denke, so groß ist das Tal hier nicht, aber... Ja, ein Geräusch hören wir ja. Ich weiß nicht wo. Gibt ja schon mal einiges an Fleisch. Genau, hier ging es dann bestimmt nach oben irgendwie. Mal schauen hier. Solchen Bäumen mal so in so einer Ecke hier oder so. Da kann ja immer mal was sein. Ratte, oder?
plus nur 20. Bist aber nicht wesentlich leichter als so ein Wolf zu besiegen. Oh, Blutfliegen. Das ist bestimmt auch eine leichtere Variante. So. Na, gehen wir davor. Beim ersten Spiel konnte man ja Flügel einfach so schon immer ausrupfen, ne, bei den aber gut, hier muss man das haben wir ja in dem Buch gelesen, dass wir das wohl tatsächlich lernen müssen. Und Level Up, ja, wir bekommen wie beim ersten Spiel 12 Lebensenergie dazu. Okay. Ja, mit den Talenten und so weiter müssen wir uns dann natürlich mal, wenn wir dann soweit sind, mal in dieser Stadt dann da ein bisschen näher beschäftigen. Aber ja, erstmal soweit hier. Ach ja, hier war doch irgendwie so eine kleine Höhle oder so. Eine Ratte ist. Ach, da hinten sind noch mehrere. Hm? Ja, das wird wahrscheinlich nicht so. Okay, das war mal was. Sollte erstmal so passen. Liederbeutel. Da war, denke ich, immer Geld drin, oder? Noch mehr Ratten? Nur eine? Ich denke, so von der Taktik her, ne? Jetzt, also sieht nicht besonders taktisch aus, aber es funktioniert erstmal. Oh, rostiges Schwert. Lothar. Das ist ein kleines L. Okay. Oh, Schaden 15. Das ist doch mal was. Okay, mittlerweile fallen noch mehr Gegner herunter. Dass es nicht zu viele werden. Aber irgendwann sind wir bestimmt stark genug, die zu besiegen. Dann wäre es natürlich schön, wenn wir das auch machen könnten. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich weiß jetzt nicht, wie
Also ich weiß zum Beispiel, dass man relativ zeitig ja dieses Fell abziehen oder sowas lernen muss. Es gibt ja dann sicherlich auch wieder diese anderen Arten des Tierverwertens. Ob das jetzt in diesem Spiel auch so ertragreich ist wie in Gothic 1, weiß ich jetzt allerdings nicht so ganz genau. Beziehungsweise, ich war mir nicht mehr ganz sicher. Also das kostet, denke ich, auch mehr als diesen einen Lernpunkt, den man da nur bei Gothic 1 ausgeben musste pro Art. Also von daher ist halt die Frage, da wird man wahrscheinlich nicht so viel da herausballern wollen. Also hier waren wir aber auch schon, ne? Ich denke, hier war irgendwie so ein... Gut, ne, dann sind wir erstmal mit den kleinen Bereich hier fertig. Dann da hoch? Kann sein, ne? Links, denke ich jetzt. Okay. Ich habe gesagt, das Schaf lassen wir jetzt einfach mal in Ruhe hier. Also das. Sind doch nochmal Heidpflanzen oder so. Aus solchen Bäumen, wie schon gesagt, kann ja auch immer mal was sein. Also, wo jetzt hier genau jeder Gegenstand liegt, also so viel habe ich jetzt das Spiel damals auch nicht gespielt. Ich höre ein Geräusch. Okay, also schwere Äste haben wir jetzt langsam verdammt viele. Da ist nichts zu holen. Mal für so ein Lager. Kann man sich hier mal hinlegen? Scheinbar nicht. Also würde sich vielleicht sogar Sinn ergeben. Das war da rostige Axt. Bestimmt stärker, aber... Ja, sie ist stärker, braucht aber allerdings auch 25 Stärke. Das ist schon ein bisschen mehr, aber nur gut. Mit 2 Level-Ups könnte man das ja theoretisch haben. Ne? Noch mehr Dolche. Ja. Gehen wir hier lang. Lauf wieder. Was macht der eigentlich schon? Ist halt auch Lebensenergie und Mana. Naja, also dann werden wir uns den auf jeden Fall mal aufheben. Wolle. Lederbeutel. Okay, hier liegt auch wieder ein Toter rum. Ja, ich denke, dann werden wir uns da doch tatsächlich kurz nochmal ausruhen bei Xardas. Ich glaube nicht, dass Lester jetzt sofort zu ihm hingegangen ist. Zumindest hat er es nicht gesagt. Ich glaube nicht, dass er jetzt schon irgendwie irgendwelche neuen Gesprächsoptionen oder so hat. Aber wie schon gesagt, das macht jetzt vielleicht mal Sinn. Uns da, um mal kurz voll zu heilen. Ja, soweit kommen wir doch ganz gut voran. Und dann werden wir uns da ja als nächstes auf Richtung dieser Stadt da machen. Mal sehen, was wir dort noch alles. Ich denke, auf dem Weg werden wir auf jeden Fall noch ein paar Sachen auf ein paar Sachen da noch treffen. Ich habe jetzt wohl nicht geschaut, wie spät das ist. Ne? Also, ich kann ja bis Mittag schlafen, das ist auch egal. Zweiter Tag, 12 Uhr, ja, da hätte man jetzt
wenn es am ersten Tag noch ist, dann schläft es bloß bis Abend. Aber ich weiß nicht, ob er generell immer mindestens bis zum nächsten Tag schläft. Das kann natürlich auch sein. Na gut, aber wir haben schon mal eine etwas bessere Waffe als so einen Ast. Das ist auch schon mal was wert. So. Ja, okay. Gut. Nee, das ist nur ein Schädel hier. Okay. Ja, wer weiß, irgendwo. Dann vielleicht doch noch was. Ach ja, genau. Hier sagt eigentlich mal nichts. Nun gut, dann würde ich aber mal sagen, ist hier vielleicht ein ganz guter Punkt, um die erste Folge mal zu beenden. Und ja, dann werden wir uns in der zweiten Folge natürlich noch weiter auf dem Weg Richtung Korinnes machen und ja, mal sehen, was wir da bis dahin noch alles erwartet, auf was wir da noch alles treffen. Also erstmal soweit. Bis dahin.